Ja, ich wünschte, ich könnte so singen wie Wiet König. Das kann ich aber leider nicht. Aber zum Glück gibt es ja Mikrofone. Und wie die Leute, die öfter zu uns kommen oder vielleicht letztes Jahr oder vorletztes Jahr hier waren, wissen, es gibt ein Lied, das ich singen kann, weil es relativ leise ist. Und daher meiner Stimme auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, einen Raum bietet. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Roderich Barth betritt mit seinem Saxophon, mit seinem Bariton-Saxophon noch einmal die Bühne. Das ist die Gelegenheit, nochmal diese hervorragenden Musiker hier vorzustellen, die uns begleiten, die euch hoffentlich einige Freude bereitet haben. Also, Roderich Barth am Saxophon. Tobias Rösch am Kontrabass. Nico Wöller an der Gitarre. Ich erinnere mich, wie ich sie das erste Mal sah. Sie fiel mir sofort auf, durch ihr golden glänzendes Haar. Ich weiß noch genau, wie mein Blick den ihren traf. In der nächsten Nacht erschien sie mir im Schlaf. Eines Tages setzte ich mich bei Manuel an ihren Tisch. Sie war viel zu freundlich, das kam mir gleich komisch vor. Heute weiß ich alles über sie, ich kenne sie durch und durch. Und darum glaube ich, sie wäre nicht die Richtige für dich. Niemals, niemals. Du sagst, du seist verliebt und dass sie die einzige wäre, die dich noch interessiert. Doch ich sag dir, es gibt noch viel mehr. Wenn sie dich nicht liebt, dann hat sie es nicht besser verdient. Und darum gibt's nur eins, sie vergessen und Schluss. Sie will sich nicht mit dir treffen, ja, sie geht dir aus dem Weg. Glaubst du denn tatsächlich, dass du bei ihr Chancen hättest? Lass dich von mir vor ihr warnen, denn sie wird dein Untergang. Sei so klug und hör auf mich, sie wäre nicht die Richtige für dich. Niemals! Niemals! Schon wirst du dein Vorteil sehen, oh ja, denn bald schon wirst du mein Rat verstehen, oh ja, und bald dir besser gehen, oh ja, sicher ist es für dich wichtig, sicher findest du es richtig und sicher wirst du es bald einsehen und sicher
sicher, solltest du jetzt heimgehen. Geht er nach Haus. Endlich habe ich freie Bahn. Ich hab sofort gewusst, der durchkreuzt mir nicht meinen Plan, dass sie ihn so mag. Das hat mich immer schon sehr gestört, doch das ist jetzt vorbei. 224932. Hallo, hier bin ich, wie geht's? Wollen wir uns heute Abend sehen? Was sagst du, das kann nicht sein? Mit wem willst du ausgehen? Lass dich von mir vor ihm warnen, denn ich kenn ihn durch und durch. Sei so klug und hör auf mich, er wär nicht der Richtige für dich. Hey! Ein Stück von unserem Album Toll, das darf man auch erwähnen, die Tochter von Roderich Barth, mittlerweile volljährig, aber das ist schon einige Jahre her, das Plattencover gemalt hat. Yeah. Ricarda hat das Plattencover gemalt. Ja, wir möchten zum fulminanten Finale bitten, mit einem Stück, das wir gerne zum Schluss spielen. Ich darf noch einmal auf die Bühne bitten, Claudia Lemperle, Wied König, Joe Fleisch. Hey. Ja, und wer das hier schon mal miterlebt hat, der weiß auch jetzt, was kommt. Denn jede moderne Gesellschaft lebt von Wandel und Beständigkeit. Und jetzt sind wir beim Thema Beständigkeit. Ein Stück Wirtschaftswunder-Eklektizismus, wie ich gerne zu sagen pflege. Ein Stück, das 1943 bereits aufgenommen wurde, dann aber verboten wurde. Der Text war irgendwie nicht genehm, wie so vieles damals. Und dann 1948 noch einmal aufgenommen wurde und einen fulminanten Erfolg mit sich brachte. Und ich denke, wir haben hier drei hervorragende Solisten, die das sicherlich konsequent und passend darstellen können. Und natürlich die Band, die Schwindlerband. Und ich bitte noch einmal für einen recht herzlichen Applaus für Wied König, Joe Fleisch, Claudia Lemperle, Tobias Rösch, Nico Möller, Roderich Barth, Tobias Rüger und die Capri-Fischer.
Utratra. Wenn auf Capri die rote Sonne im Meer versinkt und die Fischer im weiten Bogen die Netze singen, werf die Fischer in ihren Bogen die Netze aus. Der Grund im alten Sichel die Meer versinkt. Es scheint, es ist das Wetter. Weißt du, was es ist? Es fühlt euch quer. Ungezählte Fischer, die fallen von fern an her. Ja! La 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 la. Wiedkönig, Joe Fleisch, Nico Wöller, Tobias Rösch, Claudia Lämperle, Roderich Barth und ich sagen nicht tschüss, aber bis gleich. Wir trinken jetzt noch ein Gläschen mit euch und feiern weiter in den 26. Dezember hinein. Es geht weiter mit bestens aufgelegter Musik von Georg Clivini, Cookies Legende, da schreit schon ein Fan. Bis gleich. Das wäre natürlich, ihr habt recht. Ihr habt recht. Ja, ihr habt völlig recht. Ja, ihr habt natürlich völlig recht. Ja gut, ihr habt natürlich völlig recht. Wir machen das. Frau Rauscher. Genau. Ein Stück in hessischer Mundart, bei dem wir auch nochmal hier alle bitten, auf der Bühne zu verweilen und weiter am Integrationsprozess mitzuarbeiten.
hier zumindest heute Abend im Literaturhaus in Frankfurt. Die Frau Rauscher aus der Klappergas. Nico! Bach, was haben wir da gelacht? Da waren zwei Leute beschleucht und haben Krach gemacht. Auf einmal tut sie dumm geschlacht, die Fräulein auf der Gas. Und alle Kinder singen laut, das möchte heide Spaß. Die Frau Rauscher aus der Klappergas, die hat ne Beule mein. Ob der vom Rausche, ob der ist vom Alten Kind, das klärt die Polizei. Die Frau Rauscher aus der Klappergas, die hat ne Beule am Bein. Ob das vom Rausch ist, ob das vom Weine kommt, das klärt die Polizei. Es darf Polonaise getanzt werden. Ein Grüner hat den Fall gesehen und kippt im Laufschritt A. Der Ehemann ruft ganz erschreckt, ich hab ihr nichts getan. Mal der Kind gab Maß und Ziel und hat zu viel gewarft. Drum hat der liebe Ärger sie mit einer Beule gestraft. Die Frau Rauscher aus der Klappergas, die hat ne Beule am Bein. Ob das vom Rauscher, ob das vom Heiler kommt, das klärt die Polizei. Die Frau Rauscher aus der Klappergas, die hat ne Beule am Bein. Ob das vom Rauscher, ob das vom Heiler kommt, das klärt die Polizei. Jetzt geht's ums Polizeirevier, der Bube hinne drei. Das ist ein interessanter Fall, das leuchtet doch eben ein. Der Kommissar ist ganz empört und sagt, das ist ja toll. Der Grüne, wie sich das gehört, der gibt zu Protokoll. Die Frau Rauscher aus der Klappergas, der ewig lang, wenn du auf nicht auf. Jetzt wär's genug, die Rauscher hat sich mit ihrem Mann versöhnt. Das kennt man schon und ist man von solchen Fällen gewöhnt. Doch so ein böser Zeitungskerl tut mehr als wie ein Pflicht. Am anderen Tag steht's dick und fett im Polizeibericht. Die Frau Rauscher aus der Klappergas, die hat eine gute Beule am Hals. Ob das vom Rauscher, ob das vom Alkohol, das wäre die Polizei. Die Frau Rauscher aus der Klappergas, die hat eine Beule am Hals. Ob das vom Alkohol, das wäre die Polizei.
gewidmete Stückchen, also für den ersten. Ein besinnliches Stückchen heute für den ersten Weihnachtsfeiertag, der gleich zu Ende geht und in den zweiten Weihnachtsfeiertag sich transformiert. Nico? Dankeschön. Ich darf noch kurz erwähnen, die Raucherlounge ist eröffnet für diejenigen, die eine rauchen wollen. Hier auf der linken Seite. Hey you! Don't watch that! Watch this!